Ihr habt's gesehen. Wir müssen dann wieder da hoch als großer Mario, als in der großen Welt so rum und als kleiner Mario in dem Fall. Aber das wird natürlich jetzt dahingehend interessant, dass wir erst einmal wieder da hochkommen müssen. Aber das lässt sich ja lösen. Per Abkürzung. Wer sich natürlich fragt, na, wie macht denn der das mit der Abkürzung? Woher weiß der das? Das ist alles eine Sache der Übung und der Erfahrung und des... Nein. Hab ich ein Glück. Verdammt, ey. Schon wieder selbe Stelle, an der ich fast runtergefallen wäre, aber... Nein, nicht voll... Au, die Kugeln tun nämlich auch im kleinen weh. So, nochmal da hoch. So, den Gumba, den... Ach, lass doch die Münze. So, jetzt nochmal vorsichtig hier lang. Nochmal ganz vorsichtig, weil die Kamera sich ja auch ungünstigerweise mitdreht. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt lassen wir ein zweites Mal das Wasser ab. So, vorsichtig. Pass mal auf. Der direkte Sprung macht's auch. Ah, es war vor der Röhre. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Genau, in die Röhre. Jetzt sind wir wieder der kleine Mario. Jetzt nehmen wir den Goomba erstmal mit. Und jetzt müssen wir gezwungenermaßen hier irgendwie hochkommen. Und das ist natürlich echt erstmal eine Herausforderung. So, jetzt ist zumindest das Brett hier breit. Jetzt brauche ich mir keine Sorgen machen, runterzufallen. Und jetzt erklimmen wir diesen Berg hier, der schon es erstmal in sich hat, wenn man so klein ist. Und hier oben erwartet uns ein Stern. Jetzt habe ich natürlich die Bredouille. Jetzt bin ich natürlich in Erklärungsnot. Ich wollte eigentlich sagen, wir springen da oben in das Loch. Es war ein anderer Stern. Wir nehmen erstmal den mit. Stern Nummer 83. Da habe ich das zwar jetzt im Endeffekt für die Katz gemacht. Abbegib dich zur Spitze der Insel. Das war der Stern. Wir nehmen ihn dankend an. Und dann machen wir das einfach nochmal. Also jetzt steht ein anderer Stern an. Warte. Er trete noch einmal gegen Koopa an. Ja, wer sich erinnert, Koopa war in der allerersten Welt, in der Bomb-Omb-Welt vertreten. War gleich der zweite Stern zu Beginn des Spiels, den wir da geholt haben. Gegen Koopa nochmal. Jetzt fange ich natürlich an zu überlegen, wo war Koopa? Au. Ich glaube, Koopa war hier drüben. Ja. Da war ja einer. Pass auf, wir werden mal die Größe wechseln. Jetzt Vorsicht, hier kommen die großen Kugeln. Und Koopa war, glaube ich, hier hinten. Da steht er. Tatsächlich. Hallöle. Lang ist's her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt's an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf. Aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter der Böenbrücke. Fertig. Los. Ich glaube, wir müssen... Okay, Koopa läuft da lang. Wir gehen einfach mal da lang. Hinter der Böenbrücke. Ach so. Dort, wo stand Böen und wir noch keine Kanone zur Verfügung hatten. Oh nein, Kugel. Warum habe ich denn jetzt diese Stampfattacke gemacht? Ich wollte losspringen. Hinter der Böenbrücke. Das ist die Böenbrücke. Jetzt wird es schwierig. Da hinten ist das Ziel. War das knapp. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Dabei habe ich mir extra die neuen Koopa Mach 1 Schuhe gekauft. Naja, ich denke, auch dieser Stern gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Naja. Nächster Stern ist damit unsere
Stern Nummer 84 mittlerweile. Jetzt geht's ja auch endlich wieder voran. Nachdem wir jetzt in Fliegenpilz-Fiasko so ein kleines Problem hatten und wir uns erstmal hier in diese Welt wieder einfinden mussten, löse die 5 Itty-Bitty-Rätsel. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was ist denn bitte ein Itty-Bitty? Itty-Bitty war, glaube ich, so kleine Sachen. Oder? Also ich vermute das jetzt aus dem Grund, denn wir haben ja an der Röhre, wo die Kugeln rauskommen, hier oben, eine Zahl gekriegt. Das kann ich ja, wenn ich denn wieder hochkomme, jetzt, das kann ich ja jetzt nochmal zeigen. Und zwar genau hier. Da war die 1. Jetzt ist die Frage, wo sind die anderen? 1 war noch direkt oben beim Wasser. Na toll. Toller Glitch. Mama mia. 1 war noch da oben beim Wasserloch, wollte ich sagen. Aber na gut. Wir springen einfach nochmal rein. Wir machen einfach nochmal los. Nächster Versuch. Ja, das ist heute die Session, bei der man viele Leben verliert. Es ist eine hohe Frustrationsgrenze. Mensch. Geben muss. Weil irgendwie alles nicht so läuft. Nummer 1. Nochmal das Ganze. Und diesmal lag es ja im Übrigen wieder am Brett und an der Kameraführung. Das Brett wird ja auch schmaler, wie wir im großen Modus gesehen haben. So, nochmal. Das ist Nummer 2. Hier lasse ich gleich das Wasser ab. Gibt ja jetzt eh nichts, was jetzt noch sonstiges hier reinspielt. So, Itty-Bitty-Rätsel. Koopa? Koopa war kein Rätsel, aber er gibt 5 Münzen. Da drüben ist noch so ein kleiner Eingang. Ich spring einfach mal rüber. Ah, Feuerspucker. Nein, ein Baum. Und die Gumbas, die einen auch noch nerven wollen. So, jetzt. Na, jetzt geht's los. Der Balanceakt. Der echt schwierig wird. Weil die Kameraführung natürlich immer nur im jeweilig 45-Grad-Winkel geht. Toll. Warte, wir lösen es anders. Nummer 3. So, schon erledigt. So. Das war Nummer 3. Jetzt werde ich mal diesen Eingang. Ah, den hatte ich schon abgecheckt, oder? Ach nein, Nummer 4. Tja, und was ist jetzt Nummer 5? Also Itty Bitty ist anscheinend klein. Ah, da war Nummer 5. Das Loch für die Kanone. Ja, und wo ist jetzt der Stern rausgekommen? Ja. Gute Frage. Ich glaube zu wissen, wo, aber ich muss erst nachschauen. Das war ja nicht auf der Spitze des Berges, sondern da hinten. Habt ihr gesehen? Ich kann mich jetzt aber auch nicht hier hinstellen und das zeigen. Ich muss jetzt einfach mal irgendwie gucken, dass ich wieder hier runterkomme. Nein, nein, nein. Nein. Doch, ich komme hier runter. So, die Pflanze lässt mich bitte in Ruhe. Wir gehen nochmal auf diese Platten. Ich habe ja vorhin gesagt, hier geht's ins Nichts. Oh Gott, diese Kameraführung hier hinten. Hier ist Stern Nummer 85. Er hat's gesehen, da geht die Kamera nicht weiter. Da kann man auch durchaus mal runterfliegen. Entschuldigung, musste mir mal gerade die Nase ein bisschen rümpfen. Stern Nummer 85 war das. So. Wie geht's jetzt weiter? Finde die 8 roten Münzen. So. Große Preisfrage. Wer hat aufgepasst? Ja, genau du hast gerade aufgepasst. Richtig. Du hast bis jetzt noch keine 8 roten Münzen gesehen. Woran liegt das? Es ist ganz einfach. Dazu müssen wir nochmal in den großen Modus hinein. Die 8 roten Münzen sind ein bisschen versteckt. So, jetzt heißt es schwimmen. Habe ich hier gerade so ein... wir schwimmen mal schnell.
Kann ich ja nochmal drehen. Da ist ein großer Fisch. Ich wollte ihn eigentlich von Weitem zeigen, aber wie ihr seht, ich habe ihn jetzt auch von innen gezeigt. Warum nicht? Wir gehen also nochmal ins große Porträt. Da wollte ich ja eigentlich hin, weil ich es jetzt aber auch nicht wusste mit den 8 roten Münzen. So, 8 rote Münzen. Nochmal das Ganze. Diesmal in groß. Wir gehen hier rein. Und sieht man es von hier? Naja, sieht man nur das Brett. Der Balanceakt da hinten ist jetzt das Wichtige gewesen an der Sache. Nein, jetzt bewirft er mich wieder hier. Hör auf, geh weg. Dieser Balanceakt da oben, zu diesem kleinen Eingang, das war, glaube ich, Nummer 3 vorhin bei dem Itty-Bitty-Rätsel, ist der Schlüssel zum Ganzen. Und darunter auch die Kanone. Und zwar nicht, dass wir uns dahinter katapultieren mit der Kanone, auch nicht zu diesem Shy Guy, sondern zu diesem Baum hier hinten. Ich hoffe, ich treffe jetzt. Mal gucken. Das sieht gut aus. Volltreffer. Für ein Leben. Nehmen wir gleich mit. Leben werde ich jetzt brauchen. So, denn hier geht der Balanceakt natürlich jetzt gleich nochmal los. Aber natürlich nicht ganz so krass wie im kleinen Format. Und dann gehen wir mal hier rein. So, und hier drinnen ist es schon sehr schmal und sehr eng. Und hier lächeln uns die 8 roten Münzen ja schon förmlich an. Hier oben krabbelt jemand rum. Zu dem werden wir auch noch kommen. Da oben ist ein Loch. Ja, das ist das Wasserloch. Das zeige ich aber dann noch. So, jetzt versuchen wir natürlich. Das sieht jetzt erst einmal recht einfach aus. Die 8 roten Münzen einzusammeln. Das Problem ist bloß wieder ein Fehltritt und ich kann ja nicht mal meinen Satz heute beenden. Das, was ist denn heute los? Ich kann ja nicht mal meinen Satz beenden und schon wieder verliere ich ein Leben. Mann, ey. Ja, ein Fehltritt und das war's. Im Endeffekt. Eine geschlagene rote Münze hatten wir. Also nochmal da hoch. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt in der Session wie viele Sterne gesammelt? 5, 6. Gerade. Ich glaube 6 oder 7 sogar. Ich denke, wir haben pro Session haben wir ca. 15 Sterne gesammelt. Also Session heißt Aufnahmesession und Aufnahmesession waren so 3, 4 Folgen. Und bis jetzt haben wir die Hälfte dessen. Shy Guy, geh weg. Geh weg. Nerv mich doch mal nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwie in den Rhein fliege, wird es problematisch. Das Leben, genau. Das nehme ich gleich wieder mit. Das ist jetzt sozusagen meine, ich wollte schon sagen, Lebensversicherung. Ha, ha, ha. Gut, ich höre auf mit den schlechten Witzen. Das ist jetzt mein Rückhalt. Sagen wir es einfach so. Um das Ganze nochmal zu probieren. Dieser Gang hier ist auch schon schmal. Ach nein, wir hatten ja 2 Münzen. Nochmal, nächste. Nummer 3, Nummer 4. Jetzt wird's interessant. Nummer 5. Jetzt muss ich schauen. Da unten kommt dann die Münze raus. Wie kamen wir da rüber? Ich glaube, wir müssen nochmal. Oh Gott, ich probier's einfach. Nein! Zu spät gedrückt. Schon wieder. Oh Mann, ey, Leute. Ja. Wer sich jetzt natürlich mittlerweile anfängt zu fragen, was hier los ist. Das sind die schwersten 8 roten Münzen, die wir bis jetzt hatten. Also ich glaube, es wird in einer späteren Welt wird es nochmal schwieriger. Ja, natürlich, es gibt insgesamt 120 Sterne. Und
Man muss sich natürlich auch so ein Stück weit fragen, wenn wir schon 85 haben, wie viele Welten können da noch kommen? Es kommen nicht mehr so viele, ja. Aber es kommen auch noch ein paar Herausforderungen an der ganzen Sache. Und das ist natürlich jetzt genau das Problem. Aber na gut, Leben haben wir wieder mitgenommen. Goomba nehmen wir gleich mit diesmal nochmal die ganze Sache. Ich wollte im Grunde genommen mit einem Weitsprung darüber. Das war mein Plan. Nur habe ich leider zu spät gedrückt. So, Nummer 2. Diesmal mit dem direkten Sprung. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. So, jetzt nochmal zurück. Und diesmal hoffentlich bitte. Sieht gut aus. Nummer 6. Ich gehe diesmal hier runter. Oh Gott, jetzt wird's interessant. Oh, cool. Kurz Luft holen. Nochmal. Also, hier hoch. Kamera dreh dich, ja. Hier hoch. Nummer 7. Oh Gott, und jetzt wird's interessant. Okay. Nummer 8 ist an einem Feuerspeier, wie immer. Ist ganz toll gelöst. Ich will... Zum Glück. So, jetzt wieder runter das Ganze. Zack. Ach komm, diesmal Weitsprung. Damit wir es ja nicht nochmal verkacken. Jawohl. Nummer 86. Stern Nummer 86 ist unsere. Boah. War das schwer jetzt. Aber wir haben ihn. Und jetzt kommen wir zum letzten Stern in dieser Welt. Es folgt... Drehe Wiggler im Kreis. Wiggler habt ihr gerade schon gesehen, das ist das Vieh, was da oben krabbelt. Und jetzt komme ich zu meinem berühmten Wasserloch an der Spitze des Berges. Genau. Das Wasser ablassen. Im minimalistischen Modus dieser Welt. Und dann im großen Modus wieder da rein in das Loch. Das dürfte ja alles nicht so schwer sein, aber irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin. Und das wird wahrscheinlich Wiggler sein. Wir schieben es einfach auf Wiggler. Den wir jetzt gleich besiegen. Dessen Stern wir uns abkassieren. Und dann ist der Wurm hoffentlich raus. Also, so ist zumindest der Plan. So, der hier bewegt sich nicht. Übrigens, ich sag's noch. Er bewegt sich nicht, jetzt bewegt er sich doch. Die kann man greifen und werfen. Die hab ich bis jetzt nie gezeigt. Waren ja auch in Aquapolis mit am Start. War aber nicht das Ding. So, jetzt geht's ins große Loch und auf die Spitze des Berges. Ah, sieh dir diese Schweinerei an. Du hast meine Wohnung überflutet. Meine ganze Einrichtung ist ruiniert. Ich bin stinksauer. Alles läuft schief, seit ich diesen dämlichen Stern gefunden habe. Ich werde... Ja, was wirst du? Ich stehe hier oben. Ich gehe einfach mal runter zu ihm. Sag ihm mal Hallo. Wo ist er denn? Da ist er. So, dreh ihn im Kreis. Wie war das? Ach so, ich glaube, man müsste ihn irgendwie... Genau. Direkt wehtun. Also direkt an den Kopf springen. Und, die Kameraführung. Wo ist er denn dort? Au. Und er verliert einen Teil. So war das doch, oder? Ach so, man musste ihm drauf springen. Ich halte das nicht mehr aus. Zuerst überflutest du meine Wohnung und dann hüpfst du mir auch noch auf mir herum. Mir reicht's. Ich werde dir richtiges Benehmen beibringen. Du, ich werde dich lernen. Was denn lernen? Schneller zu laufen. Zack. Bist du immer noch hier? Findest du nicht, dass du bereits genug Schaden angerichtet hast? Ich habe das Gefühl, da ist jemand sauer. Oh, halt. Ich gebe auf. Hier, nimm den Stern. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich kann mir die Sterne durch das Loch in der Decke ansehen, wann immer ich möchte. So rum. Und damit
verkriecht er sich. Und lässt uns seinen Stern da. Jetzt ist er ganz klein geworden und ist... Hey. Er ist durchs Loch gefallen und in die Tiefe. Ja gut. Soll uns erstmal in dem Sinne egal sein. Stern Nummer 87. Und damit ist Gulliver Gumba abgeschlossen. Wir haben die Sterne hier einkassiert. Wow. Sehr, sehr schön. So, und damit sind wir auf dieser Etage tatsächlich endlich durch. Wir haben hier alle Welten auf dieser Seite abgeschlossen. Es geht jetzt die Treppe hoch ins nächste Geschoss. Und zwar genau hier, wofür wir 60 Sterne brauchten, glaube ich. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür.